Geldelik. Welcome back to the Punya. Ja, genau. Ja, damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Illidan zu einem neuen Let's Play. Zu Let's Play Chaos auf Deponia. Chaos und Deponia. Ja, der zweite Teil der Saga. Deponia 2. Ja, okay. Extras haben wir noch keine freigeschaltet. Einstellungen. Können wir die Musik noch einstellen, aber ich denke, die ist jetzt. Die könnte passen, die müsste. Lautstärke müsste in Ordnung sein, so standardmäßig. Ich hoffe es zumindest. So, ich habe heute Morgen noch das Druckgebecher, den Druckgebecher-Modus von Deponia 1 gespielt. Fast 3 Stunden lang am Stück Druckgebecher. Ja, der Masochist in mir will mehr. Wir spielen Deponia 2 am Abend noch. Ja, okay, los geht's. Wir spielen Deponia. Ich kann davon nicht genug kriegen. Ja, Neustart. Wir nehmen natürlich das Mausrad, den Mausrad-Modus, nicht die altmodische Variante. Diesmal auf dem PC. Deponia 1 haben wir bis auf den, wie hieß der Modus? Ich habe schon wieder vergessen. Mein verdammtes Kurzzeitgedächtnis. Druckgebecher-Modus war das. Ja, der Druckgebecher-Modus. Den Druckgebecher-Modus haben wir hier auf der PC-Version gespielt. Dazu habe ich das Ganze nochmal schnell durchgehasselt. Ja, Deponia 2 wird jetzt auf PC-Version gespielt. Na dann, auf geht's. Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen, weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Okay, ja, das letzte Tutorial ist ein Weilchen her, seit wir es gespielt haben. Hier können wir es überspringen. Das Tutorial. Gut, komm, spielen wir es nochmal. Das ist jetzt, ja, einiges habe ich ja vielleicht schon verlernt. Seit heute Morgen. Dieses Ding soll ich also reparieren. Genau. Aber du musst vorsichtig sein. Vorsicht ist was für Leute, die nicht mit Überraschungen umgehen können. Aber in diesem Fall wäre die Überraschung der Pressenstempel, der dir mit der Kraft einer herannahenden Dampfwalze den Schädel. Psst, du verderbst mir noch die ganze Überraschung. Tja, ach Mensch, Bozo. Bozo, du alter Pirat. Kannst du es doch jetzt nicht hier die ganze Überraschung klauen. Du hast alles vergessen, stimmt's? Hab ich nicht. Warum sprichst du mich da nicht an? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich startet dann ein unterhaltsamer Dialog. Wie aufregend. Ja, einen Knopf haben wir hier. Ist das denn wirklich so schwer? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ja doch. Aber ich will doch hier noch alles erkunden. Ich will jetzt hier alles ganz ausführlich hier. Ist das denn wirklich so schwer? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ach, das ist doch langweilig. Das ist doch, das ist...
Ist das denn wirklich so schwer? Alter Langweiler. Das ist Bozo, der alte Pirat. Ich bin kein Pirat, sondern ein einfacher Schrotthändler. Das höre ich zum ersten Mal. Das kommt daher, dass du mir nie zuhörst. Zum Beispiel hatte ich dir auch gesagt, dass du mich ansprechen solltest und nicht ansehen. Lass mir doch von einem dreckigen Piraten nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Nicht ansprechen. Nicht ansehen. Ansprechen. Na gut. Rede mit Bozo. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, Wie man jemanden anspricht. Aber das hast du doch gerade gemacht. Du hast links geklickt, als die Sprechblase am Cursor erschien. Bist du dir da sicher? War es nicht vielleicht das äußerst attraktive Rufus-Kopfsymbol? Nein, die Sprechblase. Schade. Das Kopfsymbol benutzt man doch nur zum Essen, zum Trinken oder um Kleidungsstücke anzulegen. Was viel zu selten passiert, wie ich finde. Weitaus häufiger stellt sich da schon die Frage, Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechtsklicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und rechtsklicken, da wo das Auge am Cursor ist. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich hab mir das Ding in meinem Inventar angeschaut. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf, wo das... Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Vielleicht. Jetzt aber mal langsam. Soweit sind wir doch noch gar nicht. Ich bin dir eben immer einen Schritt voraus. Ach, ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Das sehe ich selber. Außerdem ist es noch kaputt. Mit Betonung auf noch. Na dann. Speichern wir mal das Spiel dazwischen. Legen wir mal einen Speicherslot an. Speichern. So, weiterspielen. Gut, reden wir noch mal mit Bozo. Und? Passt du auch gut auf? Aber sicher. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... Man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü. Ha, völlig falsch. Tja, er weiß doch selber noch nicht. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, Blödsinn. Da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf da, wo ja, das... Ja, drauf und rechtsklick. Ich mach ja schon. Was ist das? Das ist der Reaktor-Lotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Ach. Vielleicht kann ich ihn... Jetzt aber mal langsam. Soweit sind wir doch noch gar nicht. Ich bin dir eben immer einen Schritt voraus. Ich wollte es schon gleich kombinieren auf dem Boden. Manchmal funktioniert das ja in Adventures. Na gut, heben wir's auf. Nanu, wo ist er denn? Du hast ihn in dein Inventar gesteckt?
Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Mit dem Mausrad. Aber was wäre denn, wenn ich nochmal ins Tier rede? Passt du auch gut auf? Aber sicher. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... man sich den Chlor, das Chlor runterspült. Ja, mit dem Chlorspüler hier. Wie man das Inventar öffnet. Ich weiß ja nicht, wie du es machst, aber ich benutze das Mausrad. So machen es die Laien, ja. Also, wenn du es anders machen willst, musst du es im Optionsmenü umstellen. Einfach die Escape-Taste benutzen. Escape ist was für Loser. Ein echter Profi steht zu seinen Entscheidungen. Aber wie sollst du das auch wissen, wo dir ja nicht einmal klar ist? Wie man Objekte im Inventar benutzt. Also, bislang habe ich immer mit dem Handsymbol draufgeklickt, um sie an meinem Mauszeiger zu wählen. Dann konnte ich sie mit der linken Maustaste mit anderen Objekten kombinieren oder sie mit rechts wieder ablegen. So geht es natürlich auch. Und die viel lässigere, geheime zweite Variante kennen nur Leute, die auch wissen... Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü. Ha, völlig falsch. Was? Da ist es ja. Oh, genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, sicher. Als erstes nehme ich das hin und speichere das Spiel ab. Speichern. Überschreiben. Ganz genau. Und dann weiterspielen. Gut, Also. Und? Passt du auch gut auf? Aber sicher. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... Wie man einen Dialog beendet. Ja, okay, das hatten wir schon. Das müssen wir jetzt nicht nochmal... Ja gut, hier hinten können wir also nicht hin. Tja, können wir hier nur im Dreieck laufen. Hinter die Plattform können wir nicht, hinter den, die unauffällige Aussparung können wir nicht treten. Tja, na dann. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Okay, das hatten wir schon mal. Tutorial. Okay. Kombiniert. Sieh her, Bozo. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Gut, Ersatzteil. Sieh her, Bozo. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich. Ich weiß. Okay, das glaubst du, dass ich in meinen Satz mache. Ja, dann, Sieh her, Bozo. Ich habe... Das glaube ich. Ich weiß. Das kommt woanders hin. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Bist du dir ganz sicher, dass das dort woanders hinkommt? Das kommt woanders hin. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Nein, das kommt woanders hin. Aber kann man die Sachen nicht mal umbauen und das woanders platzieren? Na gut, machen wir es halt in die Aussparung. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Als nächstes muss ich noch ein letztes Mal mit Bozo reden. Und? Passt du auch gut auf? Aber sicher. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... Wie man... Das Inventar öffnet. Wie man das Inventar öffnet. Ich weiß ja nicht, wie du es machst, aber ich benutze das Mausrad. So machen es die Laien, ja. Also, wenn du es anders machen willst, musst du es im Optionsmenü umstellen. Einfach die Escape-Taste benutzen. Escape ist was für Loser. Ein echter Profi steht zu seinen Entscheidungen. Richtig. Aber wie sollst du das auch wissen, wo dir ja nicht einmal klar ist?
Wie man einen Dialog beendet. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf. Völlig falsch, was der sagt. Tja, Tja, na dann. Und du? Da klicken wir halt auf den Knopf. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht! Du stehst direkt unter der... Ach, keine Blödsinn. Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Das wäre ja Wahnsinn. Also, das wäre blöd. Wie war das gleich? Komplett ich habe hier bescheuert. Auf diesen Knopf gedrückt und dann... So lahm fand ich die jetzt gar nicht.